Meine These heute Abend ist, der russische Staatshaushalt erzielt trotz Sanktionen deutliches Plus. Es ist nicht nur eine These, sondern eine Feststellung. Ich wünschte mir, diese Nachricht käme von einer russischen Propagandaseite, doch die Quelle ist der Deutschlandfunk. Russland hat nach offiziellen Angaben im ersten Halbjahr trotz Krieg und Sanktionen einen Haushaltsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Euro erzielt. Es ist eine bittere Wahrheit, die wehtut, aber die auch viele Sanktionsgegner früh vorausgesagt haben. Hintergrund ist der gestiegene Ölpreis, von dem Russland profitiert. Die westlichen Sanktionen haben bislang vor allem den Import westlicher Waren nach Russland erschwert. Es gibt Ökonomen, die sagen, dass die Sanktionen einfach länger Zeit brauchen. Sie brauchen noch etwas, um die Wirkung zu erzielen. Aber wie lange soll Deutschland das noch durchhalten, während Länder wie beispielsweise China oder auch Indien fröhlich weiter Geschäfte mit Russland machen? Ist es möglich, dass wir mit den Sanktionen vor allem uns selbst schwächen? Herr Fahrenhold, wie ist denn Ihre Zwischenbilanz jetzt nach 138 Tagen Krieg? Nun, bei den Sanktionen muss man natürlich unterscheiden. Wir haben ja eine Reihe von Sanktionen. Eine haben wir eben nicht, und das ist der Gasimport nach Europa. Der ist nicht sanktioniert, und trotzdem müssen wir damit rechnen, dass uns der Gas zu Strom abgestellt wird. Im Augenblick, glaube ich, sehen die Chancen nicht so schlecht aus. Herr Habeck persönlich, ich finde das gut, hat in Kanada interveniert und hat gesagt, wir brauchen die Verdichterstation, die soll geliefert werden, damit wieder Gas fließen kann. Wenn es dazu nicht kommt, und das weiß man natürlich nicht, Herr Zelensky hat ja protestiert und hat bei der kanadischen Regierung Protest eingelegt, dann wird es dazu kommen, dass wir nicht nur ein Problem des Heizens haben, dann haben wir ein Problem mit unserer gesamten Volkswirtschaft. Würden Sie denn sagen, dass die Sanktionen bislang gewirkt haben, die verhängt wurden? Ich glaube schon. Ich meine, der Druck ist ja enorm. Und beim Gas haben wir eben ein Ergebnis von 10-jähriger falscher Energiepolitik. Wir haben uns leider in eine Abhängigkeit begeben, weil wir erstens die Kernenergie abgestellt haben, zweitens die Kohle. Aber woran sehen Sie, dass die Sanktionen wirken? Also wenn ich mir die Zahlen jetzt hier angucke und auch nur die Meldung im Deutschlandfunk, russischer Staatshaushalt erzielt trotz Sanktionen deutliches Plus. Da muss man ja entweder sagen, sind die Zahlen aus dem russischen Finanzministerium falsch, oder man muss sagen, die Sanktionen haben nicht gewirkt, oder? Ja, ist ja nicht nur der Staatshaushalt, sondern ich glaube schon, dass die russischen Bürger merken, dass sie viele Produkte nicht mehr bekommen, dass die westlichen Importe fehlen und dass auch Produkte in Russland fehlen, weil Chipsimport gibt es auch nicht mehr. Aber für uns ist doch jetzt wirklich allerhöchste Zeit, mal mit einigen Tabus aufzuräumen. Das wird, so leid einem das tut, wir müssen da durch. Ohne dieses Gas wird dieses Land zerstört. Und dann werden wir auch nicht in der Lage sein, Ukraine irgendwelche Hilfen weiterzugeben, sondern am Ende wird es so sein, dass wir das gar nicht mehr bezahlen können. Denn wir reden über 5,4 Millionen Arbeitsplätze. Bleiben einmal bei den Sanktionen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir einmal festhalten, haben die Sanktionen jetzt was gebracht oder nicht? Herr Kissler, wie sehen Sie das? Naja, sie haben mit Sicherheit nicht so viel gebracht, wie man sich am Anfang versprochen hat und wie es auch verkündet worden ist. Ich habe heute noch im Ohr, Frau Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, sagt, diese Sanktionen werden Russland in den Ruin treiben. Also Russland werde ruiniert. Das heißt, wird überhaupt ausfallen als weltpolitischer, ökonomischer Player. Davon kann ja überhaupt nicht die Rede sein. Wir lesen jetzt zum Beispiel putzige Geschichten, dass also der Versuch, McDonald's zu kopieren, offenbar gescheitert sei. Es gibt also Schmeckt und Punkt. Und die Internetseiten sind voll von russischen Nutzern dieser nachgemachten amerikanischen Produkte und sagen, die sind schlecht, da sei was vergammelt, der Salat sei furchtbar. Und daran wird Russland ja leider nicht kaputt gehen. Daran wird Russland nicht kaputt gehen, auch von weniger Champagner und weniger Seife wird man nicht kaputt gehen. Also man hat dort einfach von deutscher Seite den Mund zu voll genommen. Ich bin überhaupt kein Gegner der Sanktionen. Natürlich muss man allem, was vernünftig ist, Russland entgegensetzen. Allem, was vernünftig ist. Aber sind die Sanktionen noch vernünftig? Ich glaube, wir sind jetzt so langsam an einem Punkt, wo wir überlegen müssen, ob das Ausmaß der Sanktionen wirklich zu einer Wende des Krieges, von dem wir uns alle hoffen, dass sie zugunsten der Ukraine ausfällt, beitragen wird. Ich würde sagen, dazu tragen eher Waffenlieferungen bei als diese Sanktionen. Es ist doch ganz klar, wir reden immer von Deglobalisierung, die Globalisierung im Osten. Unsere Erdhalbkugel funktioniert ja doch. Also Russland kann mit China Handel treiben, mit Indien. Wir wissen, dass die Mehrzahl der Bevölkerung der Welt an der Sanktion überhaupt nicht beteiligt ist. Das heißt, man hat den Mund, ich muss wiederholen, zu voll genommen. Man wird allein mit Sanktionen den Krieg nicht zugunsten der Ukraine beenden können. Deswegen plädiere ich eben dafür, stärker, was man schon hätte früher machen sollen, auf eine militärische Unterstützung zu setzen. Herr Chaya, wie blicken Sie auf die Sanktionen der Ampelregierung? Hat die Ampel einen guten Job gemacht? Na, ich glaube, dass es völlig richtig ist, hier scharfe Sanktionen auszusprechen. Und ich
will noch mal sagen, wir sitzen hier wohlbehütet in einem durchaus gut klimatisierten Studio und reden über die Frage eines Angriffskrieges, eines barbarischen Angriffskrieges. Und ich würde das gerne noch mal ins Verhältnis setzen. Ich habe heute Morgen gerade eine junge Familie hier in Berlin getroffen, die seit Wochen privat untergebracht war und jetzt den Schritt in die eigenen vier Wände geht. Als ich mit der Mutter 44 gesprochen habe, erzählte sie wirklich erschreckend unter Tränen, was sie alles in Kiew verloren hat, nämlich alles. Und das will ich noch mal deutlich machen, dass es deshalb wichtig ist, dass wir auf der einen Seite, auch wenn es zu unseren eigenen Lasten geht, so hart das ist, Sanktionen rechtfertigen und aber auf wozu, der anderen Seite. Wenn Sie nichts bringen, ich würde einmal bei den Sanktionen gerne wirklich noch bleiben, Herr Czaja. Wird debattiert in der FDP, ob die Sanktionen etwas bringen? Also weiß ich jetzt als Bürger, können Sie mir sagen, ob Erfolg erzielt wurde? Na, wir sehen ja, dass wir eine Instabilität bekommen. Wir haben ja gerade über die Frage der Wechselkurse gesprochen, die Sie kurz angetippt haben. In der Frage, was wird da eigentlich in Russland in den Medien diskutiert? Sie sagen, dass der Rubel stabil ist. Das hängt ja mit den Dividenden zusammen, was die Wechselkurse betrifft, dass wir solche Nachrichten bekommen. Also wer genau hinschaut und sich auch das BIP anschaut, der wird sehen, dass durchaus die Sanktionen eine Wirkung haben. Und es ist völlig richtig, dass Sanktionen immer wieder hinterfragt werden. Und das tut auch die Bundesregierung. Aber im Vergleich zum Euro hat sich der Rubel jetzt nicht, dass man sagen kann, deutlich schlechter entwickelt. Was meinen Sie damit? Ja, ich meine damit, dass, wenn man sich das insgesamt anschaut, durchaus festhalten muss, dass das Land ja keine größere Stabilität durch die Sanktionen gewonnen hat. Nein, also wir wollten ja auch die Instabilität von Russland erreichen, nicht denen eine größere Stabilität. Ja, richtig, erklären. Aber Ihre die These bei Ihnen ist ja die Gegenthese. Sie sagen ja, die Sanktionen führen nicht dazu, dass es eine Instabilität des Landes gibt, sondern Sie machen sogar den Punkt drauf und sagen, Sie haben eher den Eindruck, dass das Land stabiler ist als der Euroraum mit dem Euro. Ich habe gesagt, Ihre These, dass Sie gesagt haben, der Rubel wäre geschwächt. Und da habe ich gesagt, nein, der Euro wurde auch geschwächt. Und wenn man das in Relation zueinander sieht. Ich kann wirklich nicht erkennen, das konnte mir auch noch kein Politiker hier in der Runde bislang erklären, wo die Sanktionen jetzt wirklich gewirkt haben. Also, dass sie wirklich hundertprozentig gewirkt haben, das konnten Sie mir auch nicht erklären gerade. Nun sitze ich nicht im Verteidigungsausschuss, bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich kann Ihnen sagen, was wir intern diskutieren, auf der Ebene auch der Fraktionsvorsitzendenkonferenz im Austausch der Bund-Länder, weil wir natürlich jeden Tag auch mit den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu Recht konfrontiert sind. Was tut ihr da und was hat das für Auswirkungen auch auf unser Leben hier vor Ort? Wir sehen das jetzt bei den steigenden Energiepreisen, wir sehen das bei den Lebenshaltungskosten, wir sehen das ja in dem Alltäglichen jedes Einzelnen hier im Inland und von daher müssen wir uns jeden Tag diese Frage auch stellen lassen, was diese Sanktionen bringen. Paul, wie sehr kann man in den Zahlen glauben? Weil das ist natürlich schon eine wichtige Frage. Wie weit kann man sich darauf verlassen, was jetzt heute beispielsweise der Deutschlandfunk gemeldet hat? Ja, ich glaube schon, dass man sich auf die Zahlen verlassen kann. Und man kann ja sehen, wo der Rubel steht. Man kann sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Das sind Zahlen, die realistisch sind. Ich glaube, es ist ganz einfach. Solange es keine Öl- und Gasembargos gibt, wird Russland weiterhin so gut dastehen oder schlecht dastehen, wie es momentan der Fall ist. Und da kann man natürlich die Position vertreten und sagen, wir können nicht ohne russisches Gas, wir können nicht ohne Öl, aber das bedeutet dann auch gleichzeitig eben, dass Russland nicht so sehr darunter leiden wird. Ich glaube dennoch, dass man mittelfristig sicherlich dort Ergebnisse sehen wird, insbesondere im Hochtechnologiebereich, also all das, was... Also du pflichtest den Ökonomen bei, die sagen, es braucht einfach längere Zeit für die Wirkung. Es braucht definitiv längere Zeit, aber man muss ja davon ausgehen, auch was Herr Kissler gesagt hat, die deutsche Regierung hat es so verkauft, als würde es jetzt passieren und Russland würde jetzt geschwächt und das ist ja auch das, was man eigentlich bräuchte. Ja, das Ziel war ja, Russland zu schwächen, Druck auszuüben, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird. Das ist nicht der Fall. Das ist definitiv so. Das ist das Problem. Ich glaube dennoch nicht, dass es dazu führen darf, zu sagen, ja, dann war das falsch, wir nehmen jetzt mal Sanktionen zurück. Ja, ich halte auch das Argument, andere machen Geschäfte mit Russland, für kein Argument, was uns interessieren sollte. Warum nicht? Weil ich finde schon, dass wir als Deutschland natürlich auch einen moralischen Kompass haben müssen. Und die anderen keinen moralischen Kompass? Naja, also ich glaube, dass China einen anderen moralischen Kompass hat als Deutschland. Ich meine die Spanier, die im Augenblick lustig Gas aus Russland erhöhen. 25% des spanischen Gases kommt
jetzt aus Russland. Bei uns geht es runter, bei denen geht es rauf. Und Polen hat sich über Nord Stream 1 eingedeckt, hat ihre Lager voll. Unsere Lager sind nicht voll, aber... Sie haben ja schon über das Drama der deutschen Energiepolitik gesprochen. Mhm. Ja, das war die SPD, die uns dorthin gebracht hat, wo wir sind. Frau Merkel mit der SPD. Mit der SPD. Genau. Ich glaube, dass es schon viel früher angefangen hat, auch vor Frau Merkel. Und auch die FDP war teilweise beteiligt. Ja, absolut. Aber jetzt sind wir eben da, wo wir sind. Von daher halte ich sozusagen zu sagen, okay, wir müssen uns mal vorstellen, der Krieg ist 138 Tage alt und wir Deutschen fangen jetzt an schon zu sagen, ach, das hilft ja alles nichts, genau. Und das ist schlecht, ja. Und die Sanktionen und jetzt wollen wir aber nicht mehr. Uns geht es wahnsinnig gut, ja, ich muss das nochmal aufgreifen. Ich bin vor fünf Tagen aus der Ukraine zurückgekehrt. Im Donbass ist es dramatisch. Weiterhin verliert die Ukraine da Territorium. Aber Menschen sterben. Ja, dann kämen wir aber ja ein bisschen wieder in die Corona-Schleife. Hauptsache, wir machen was und ob die Wirkung jetzt da ist oder nicht, ist egal. Also müssen die Sanktionen nicht wirklich zielgerichtet sein, um auch Schaden vom deutschen Volk abzuwenden? Nochmal, also entweder macht man Öl- und Gassanktionen oder es wird so weitergehen. Da kann man jetzt noch zielgerichteter reingehen und man kann ja die Position vertreten und sagen, Deutschland braucht russisches Gas und Öl. Okay, ich glaube, man sollte drastischer sein. Das ist meine persönliche Meinung. Allerdings, wenn man jetzt sagt, okay, wir sanktionieren hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ich glaube, man müsste noch viel härter auf personenbezogene Sanktionen unbedingt. Ich glaube sozusagen, man muss die Oligarchentöchter und Familien noch viel breiter treffen, weil ich glaube schon, dass das dazu führt, dass die sagen, Moment mal, also jetzt gar nicht mehr in den Westen Urlaub machen, das will ich. Also ich glaube, sicherlich noch was tun, aber generell ist die große Frage, was ist mit Öl und Gas?